156. Fasziniert starre ich auf das Schwertheft, das aus meiner Brust ragt. Man sollte denken, dass man sich nach 20 Jahren darin gewöhnt hat, erstochen zu werden. Ich bin nicht sicher, ob ich mich je an den scharfen Schmerz gewöhnen werde. Meine alte Klinge hebt sich, sie ist schartig und rostig. Die Zeit war zu ihr nicht annähernd so gut wie zu mir. Ich sehe von der Hand am Schwertheft hoch, in das Gesicht meines Angreifers, erschrecken und ungläubig. Warum bist du überrascht, schüttel ich meinen Kopf enttäuscht. Die Armee der Untoten, das König Rapa, war seit Jahren im Felde. Es war ziemlich unwahrscheinlich, dass dieser Landsknecht noch nichts von uns gehört hat. Sieh, die Priester sagten, das Weihwasser auf der Klinge wirkt, stammelte er mit aufkeimender Hysterie in der Stimme. Warum sollte es funktionieren, murmelte ich. Eher zu mir als zu ihm. Mein Kopf ruckt zur Seite, als mich etwas Hartes in der Schläfe trifft. 157. Tod. Aus der Art, wie mein Hals herumgerissen wird, schließe ich darauf, dass es ein Pfeil war, der mich getroffen hat. Es reißt mich zur Seite, dadurch hebe ich mein Schwert. Es fährt durch den Mund des Mannes und lässt seinen Schrei durch Blasen vom Blut herausgurgeln. Mir wird schlecht beim Anblick des Blutes, das seine Rüstung heruntertropft. Er bricht stammelnd zusammen und stirbt langsam, während das Blut aus seiner Wunde in den Boden sickert. Ich bin nicht sehr gewalttätig, eigentlich bin ich Schreiber. Ich taste an meiner Schläfe hinauf und breche den Pfeilschaft in meinem Kopf ab. Ich werde wohl jemand später bitten müssen, den Rest herauszufischen. Das, oder ich lasse ihn drin, wie so manches kleine Andenken an längst vergangene Schlachten. Ich war nicht immer so. Als Schreiber stand ich oft am Pult und schrieb Briefe, Listen, Lieferscheine, Anfragen. Im Winter arbeitete ich in meinem Dorf als Lehrer. Ich war angesehen und verdiente gutes Geld. Meine Familie war versorgt. Die Entscheidungen, die man trifft, verfolgen einen. Ich erinnere mich, als König Rapas Mannen in mein Dorf ritten und alle wehrfähigen Männer des Dorfes aufforderten, sich zum Dienst am Königreich zu melden. Sie sagten etwas von einem Überfall auf das Königreich oder einer Beleidigung. Ich hab's vergessen. Loyalität und der Wunsch, meinen zwei Söhnen zu zeigen, wie ein richtiger Mann sein Reich verteidigt, trieben mich dazu, meine Schreibutensilien gegen ein rostiges Schwert und einen hölzernen Schild einzutauschen. Wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, ich wäre in den Wald gelaufen und hätte mich in einer Höhle versteckt. König Rapa heuerte einen Nekromanten an. Ich habe den Namen dieses Arschlochs nie erfahren. Ich wünschte, ich wüsste ihn, denn nur dann könnte ich ihn ins Nichts verfluchen. Aber sicher hat das Nichts ihn sich schon längst geholt. Dennoch, ich würde mich besser fühlen. Der Zauberspruch sollte eigentlich nie auf uns alle wirken. König Rapa wollte eben unsterblich sein. Und der Nekromant wollte einen Berg aus Gold damit verdienen. Als wir alle in diese dunkle, stinkende Wolke gehüllt wurden und die Schmerzen begannen, wusste ich, dass ich wohl besser daheim geblieben wäre. Untot werden ist nicht einfach. Schmerz brandet in glühenden Wellen durch den Körper und zerreißt einen innerlich. Ich habe erst sehr viel später verstanden, dass sich in diesen qualvollen Momenten unsere Seele vom Körper losrissen. Ein Pferd rennt in mich und schleudert mich zu Boden. Knochen krachen, Splittern brechen. Als ich aufschlage, vor meinen Augen eine Kornblume im Boden, noch nicht niedergetrampelt oder vom Blut ertränkt. 158. Als wir aus der Dunkelheit heraustraten, fielen uns sofort die Haare aus, was mich wütend machte, weil ich auf meine langen, lockigen, dunklen Haare stolz war und sie jeden Abend mit einem Holzkamm pflegte. So eine Verschwendung. Ich würde lügen, wenn ich nicht daran gedacht hätte, wegzulaufen und nicht mehr zu kämpfen, besonders nach der ersten Schlacht. Nicht zu sterben macht einen Angst, wenn man zusehen muss, wie die eigenen Gliedmassen abgehackt oder die Eingeweide herausgeholt werden und alles wie durch Zauberei wieder anwächst. Das wünsche ich mir nicht meinem ärgsten Feind. Ich beschloss jedoch, dass meine Familie besser ohne mich dran wäre. Ich bezweifle wirklich, dass meine Frau ihre Röcke wie für ein Monster wie mich gehoben hätte. Und meine Söhne? Entweder hätten sie sich vor mir gefürchtet oder, schlimmer noch, so werden wollen wie ich. Es ist also besser, dass sie denken, ich sei tot. Also tot, richtig tot.
Ich setze mich auf und merke am nachlassenden Schmerz, dass die Knochen sich richten. Ich bewundere die zarte Kornblume. Der Feind zieht sich wieder zurück. Ich bin auch immer überrascht, dass sie überhaupt so viel Widerstand geleistet haben. 20 Jahre lang oder so. Zeit hat irgendwann keine Bedeutung mehr, wenn man nicht altert oder stirbt. Sind wir von einem Kampf in den anderen gezogen, um das Königreich zu verteidigen. Wir haben heroische Schlachten geschlagen und undenkbare Siege errungen. Aber was soll ich denn sonst machen? Als Schreiber in einem Dorf arbeiten? Guten Tag, Herr Schreiber, wie geht es Ihnen? Guten Tag, Müller, tot wie immer. Nein, weglaufen lohnt sich nicht. Jubelgeschrei von den Soldaten meiner Seite erhebt sich. Ich hebe mein Schwert auf, als ich plötzlich einen Reiter mit seinem Speer aus den Reihen des Feindes auf uns zupreschen sehe. Ein verfickter Held, in seiner Hand glüht der Speer in einem Grün, wie ich es noch nie gesehen habe. Ich starre ihn an. Sein Speer streift einen von meinen untoten Kameraden, nur ganz leicht. Der Körper zuckt und zittert und fällt auseinander. Er zerfällt vor meinen Augen, mit meinem Lächeln auf den Lippen. Ich bin starr vor Erstaunen, stolper auf den Mann zu. Mein untotes Herz hämmert vor Aufregung und Sehnsucht. Kann es sein? Nach dieser Zeit, es hat jemand geschafft? Es hat jemand eine Lösung gefunden? Ich stelle mir meine Schreibstube mit den Büchern vor. Das leise Kratzen der Feder über Pergament und den Geruch von Tinte. Die Gefühle, wenn man einen Liebesbrief schreibt, wenn mit jemandem auf der anderen Seite der Welt kommuniziert, mittels nicht mehr als einigen kurzen Zeilen auf Pergament. Ein Pfeil hämmert sich in meine Brust. 159. Ich sehe verzweifelt, wie ein Kamerad sein Schwert hebt, um den Mann in der Robe niederzuschlagen. Nein, schreie ich und stürze mich vorwärts. Schnell wie ein Blitz wendet sich der Mann um und blockt das Schwert, bevor er den Speer in den Kameraden versenkt. Der augenblicklich beginnt sich aufzulösen. Ich hebe mein Schwert, um einen Scheinangriff zu machen. Dabei hole ich weit aus wie ein unerfahrener Anfänger, damit er den Schwerthieb kommen sieht. Gleich kommt der Speer, süße Erlösung. Ich werde endlich dorthin geschickt, wo ich hingehöre. Zwei Pfeile schlagen in meinen Rücken, lassen mich stolpern und reißen mich um. Der Speer verfehlt mich um Zentimeter. 160. Mein rostiges Schwert aber fährt nieder und trifft ihn durch die Robe in den Oberschenkel. Ich starre, ganz versteinert vor Schreck, auf das hellrote Blut auf der Robe und in das verdutzte, schmerzverzerrte Gesicht des Mannes. Er starrt auf mein Schwert. Nein, nein, nein! Ich greife nach seinem Speer, als der Mann auf die Knie fällt, setze mir die Spitze ans Herz und werfe mich dem Speer entgegen. Der Mann fällt mit gebrochenen Augen in den Staub und nichts passiert. 161. Das grüne Glühen des Speers ist verschwunden. Welche Magie auch dort gewesen ist, sie ist nun verschwunden. Hände klopfen mir auf die Schultern und der Jubel meiner Kameraden erhebt sich hinter mir. So nah. Ich sinke auf meine Knie und möchte am liebsten weinen. Aber Untote haben keine Tränen. Ich war so nah dran. Ich hebe meinen Blick gerade noch rechtzeitig, um die Wolke aus Pfeilen zu sehen, die sich auf uns niedersenkt. Sie wollen einen Rückzug sichern. 162.